Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Teamkampf gegen die Augenzudrücker. Dieser geschieht auf Server 2, wie man an Mannox, unseren ersten Kämpfer hier, auch gut erkennen kann. Er muss sich hier gegen Fiona Glenna. Was ist das denn für ein Name? Fiona Glennane. Oder Fiona Glennon oder so ähnlich. Beweisen. Hat er auch super gepackt. Don 41 hat sich für die Augenzudrücker nicht für diesen Kampf angemeldet. Bittere Sache hier, aber jetzt Augenzudrücker. Wir können schauen, wie viele Trophäen sie zurzeit im Trophäenschrank haben. Dies dürften 3 sein. Sind 3,9, sind 4. Ja, 3 Trophäen haben die Augenzudrücker. Dazu haben wir. Jetzt im Hintergrund kommt gerade der Sound von einer Mission. In einer Kampfmission, das tut mir leid, dass das jetzt bestimmt ein bisschen verwirrend sein kann. Gleich ist es vorbei. Oh Mann, das ist mir gerade peinlich, dass ich die Mission während des Kampfes hier angesetzt habe. Uiuiui, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich bin einfach lauter. Ratisbona jetzt gegen Marüse. Ups, den Kampf habe ich sogar verloren. Uiuiuiui. Ice-T jetzt gegen Hinkelhirte am Start. Also wir haben neun. Ganze 9 Helden, ne, im Vorsprung. Also jetzt sogar 10. 10 Helden. Also, wenn wir diese Sache hier verlieren würden, das wäre wirklich. Das wäre eine atemberaubende Aufholjagd der Augenzudrücker. Aber ich glaube, das wird nicht geschehen. Bandi jetzt gegen Taz oder Taz von den Augenzudrückern. Das war kein Problem für unseren Bandi und jetzt Squirrel. Bandi mussten wir ja leider verlassen. Er hat unser Team ja aus eigenen Stücken verlassen, da ihm diese Dominanz, ich weiß nicht wieso, aber ihn hat diese Dominanz von uns, den Hardcore Heroes, nicht mehr gefallen. Ihm wurde es zu langweilig. Solche Leute soll es geben. Passiert. Bedanken uns natürlich für seine Arbeit hier bei uns und für seine teilgenommenen Teamkämpfe, aber einen Ziehenden soll man nicht aufhalten. Oder wie nennt man das Sprichwort? Ich weiß es nicht, aber so ähnlich wird es schon sein. Bobby, jetzt am Start gegen Primes. Also, wir haben immer noch unseren Vorsprung von 10 Helden, der jetzt sogar dank Bobby auf 11 Helden herausgearbeitet wurde. Jetzt ist er wieder nur auf 10, aber ist ja auch egal. Schmitzbacke ist eigentlich immer für gute Action zu haben. Wird jetzt hier vielleicht sogar verlieren. Also bitte, Schmitzbackes, mach hier mich nicht unglücklich. Noch ein Treffer. Genau, okay. Er macht mich nicht unglücklich. Er hat mein Beten, nein, meine Bitte erhört und hat ihn hier besiegt. Jetzt, Not Hot But Still Spicy Man. Er hat es verdient, mal endlich einen Like-Button von mir zu bekommen und den bekommt er auch jetzt. Bitteschön. Ding. Ja, also der Name gefällt mir schon, seit ich ihn das erste Mal gelesen habe. Schön lang, schön fluent, wie man in Englisch sagen würde. Auch wenn er jetzt schon wieder vorbei ist. Es ist ein wirklich schöner Name und wirklich einfallsreich. Not hot, but still spicy man. Jetzt Loco, kurze Erscheinung, weil er sich nicht für diesen Kampf angemeldet hat. Und Jackson kommt für die Augenzudrücker. Oh!
Delia jetzt gegen Jackson. Und leider 79 wird nach ihm in den Kampf treten. Und jetzt holt Delia sogar schon den Vorsprung von 12 Helden hier heraus. Also das ist ja wirklich eine lockere Sache hier für uns. Das, ja, ich werde, glaube ich, gar nicht gebraucht hier in diesem Kampf. Der wird schon vor mir entschieden. Und von daher ist es ein lockerer Sieg für uns. Ja, Nuschel jetzt gegen Superwoman wird hier sicherlich genauso kommt es auch besiegt werden. Und jetzt Glenn Morangi am Start gegen Superwoman. Schafft es hier Superwoman zu besiegen? Genau. Und Humming kommt in den Kampf. Humming gegen Glenn Morangi. Glenn Morangi hier bald wieder mit sehr schöner Ausweich-Action sowie schönen kritischen Treffern. Da kommt er sogar schon. Und noch eine. Also schafft es Glenn Morangi hier Humming auch noch zu besiegen. Wäre es wirklich sehr... Und was für eine Ausweich-Action hier bei Glenn Morangi. Nur am Ausweichen. Gegen Keno Vita wird sie es natürlich nicht mehr packen. Aber sie hat hier tolle Arbeit geleistet. Und das ist wirklich beachtenswert. Toller Held jetzt. Haben wir etwa 4 Trophäen nur? Wir haben nur 4 Trophäen, das heißt, wir werden von den Augenzudrückern eine Trophäe ergaunern. Gegen wen haben wir denn gestern eine Trophäe verloren? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade völlig auf den Schlauch, auf alle Fälle. Nein, wir haben doch... Doch, wir haben nur 4 Trophäen. Hab ich das am Anfang falsch gesagt? Upsi, upsi, upsi. Tut mir leid, Leute. Ich habe mich anscheinend verguckt oder war irgendwie in Gedanken oder was auch immer. Wir haben 4 Trophäen. Augenzudrücker haben 3 Trophäen. Okay, da ist es kein Wunder, dass wir hier mit so einer Dominanz auftreten. Und ja, wir werden die Sache hier locker, flockig über die Bühne bringen. MX Vortex ist hier jetzt noch am Start. Schranzina Hardcodia jetzt gegen Cruz Michel. Sie schafft es noch nicht. Dann wird, glaube ich, Glied oder Checker XD hier das Schlusslicht bilden bei diesem Kampf. Detlef gegen Peace. Peace, der letzte Kandidat von den Augenzudrückern. Dann entscheidet sie sich jetzt nur noch. So, da haben wir gewonnen. Jetzt nur noch die Frage, also 630 Ehre haben wir gewonnen. Nur noch die Frage, welche Trophäe wir bekommen haben. Das werden wir... Ah, 20.000 Münzen für mich, das ist ja mal klar. Und jetzt schauen wir mal noch, welche Trophäe wir ergaunert haben. Es ist die Energietrophäe, die Standardfähigkeitsfigur. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Fabei.